Hallo und herzlich willkommen bei Dummy Kompakt, der Hundeschule Jagdfieber mit mir Susanne und schön, dass ihr alle da seid. Heute geht es nämlich um Verleitung im Dummy-Training. Mir wurde ein E-Mail geschickt aus der Trainingsgruppe und da ging es darum, dass der Hund einfach, also ich sag mal, wenn man eine Verleitung sichtig da hat, dass er das einfach nicht hinkriegt. Also, dass er es nicht schafft, dran vorbeizugehen und so weiter. Die E-Mail war leider nicht so aussagekräftig, dass ich genau weiß, was der Hund genau macht. Aber ich habe mir gedacht, das ist ein sehr, sehr schönes, rundes Thema, sage ich mal, was ich super aufgreifen kann. Und was auch viele andere mit interessiert, glaube ich. Und das machen wir heute. So, jetzt wollte ich erstmal Hallo sagen. Katrin ist da, Eva ist da, Carola ist da, Gwen ist da, Christel ist da, Franziska ist da, Hallöchen. Petra ist auch da. Okay. Du hast dich heute wahrscheinlich schon mit Gwen getroffen, vermute ich mal, so wie es sich anhört. Nutzt den Chat ruhig für privat, ist okay. Alles supi. Okay, also, heute male ich wieder ein bisschen rum. Okay, nein, hat sich nicht getroffen. Gut, ich habe nur falsch interpretiert. Zwei kleine Sachen wollte ich noch vorweg sagen, bevor wir zu den Verleitungen kommen und wie man da am besten vorgeht, weil ich finde das auch ein super Thema, was ich wahrscheinlich im Jagdfieber in den Mitgliederbereich hochladen werde. Mal gucken, ob das gut passt, weil ich glaube, das würde super passen bei dem im Starter-Dummy, bei dem Voran, wo man mit den Stäben arbeitet, die auch auf jeden Fall jeweils Verleitung sind, damit man da so ein bisschen mehr Ideen kriegt, außer einfach nur die Stäbe hinter sich zu haben. Ja? Okay. Oh, du Arme. Okay, hallo Angelika und Sabine ist jetzt auch da. Hallöchen. Erste Sache ist die. Alle, die im Team Jagdfieber sind, schaut euch oder hört euch auf jeden Fall am Freitag, der jetzt kommt, die neue Podcast-Episode an. Verrate ich es? Ja, ich verrate es einfach. Da gibt es ein Interview mit Elena Dallara und sie ist sozusagen, sie weiß alles, was mit Wasser zu tun hat. Sie ist jetzt nicht spezialisiert aufs Dummy-Training, sondern mehr so auf Wasserrettung und ja, also wie kriegt man Hunde ins Wasser, wie kriegt man es dazu, dass sie stressfrei sind, wie kriegt man es dazu, dass sie gerne schwimmen und ruhig schwimmen, also auch nicht reinspringen und sich verletzen oder eben auch nicht den Schaufelraddampfer machen, also vorne hier so rumtappern oder hinten alles runter, sondern dass sie wie so ein Otter auf dem Wasser liegen. Und da habe ich Elena zu interviewt im Podcast, das könnt ihr euch anhören und im Team Jagdfieber wird sie nächsten Donnerstag live sein, also nicht diesen Donnerstag, sondern am 30.06. um 20 Uhr für alle, die im Jahresabo sind. Jetzt muss ich mal ganz kurz niesen. Ich weiß es noch nicht genau, mal gucken. Also, ich schaff's gleich. Oh, gleich ist weg. Doch nicht weg. Aber ich habe es geschafft, das Mikrofon auszumachen. Okay. Also, Elena wird da sein. Nächsten Donnerstag am 30. live für alle im Jahresabo und alle im Monatsabo. Ihr werdet das dann als Aufzeichnung sehen. Das ist das Erste. Das heißt, hört euch den Podcast an, damit ihr wisst, um was es geht. Damit ihr Elena kennenlernt. Und es ist auch ein ganz toller Podcast. Also jeder, der nicht im Team Jagdfieber ist, hört es euch trotzdem an. Und genau, jetzt nochmal für den Dummy Kompakt. Dieses Mal ist das vorletzte Mal, dass er stattfindet vor der Sommerpause. Und zwar nächste Mal wird das letzte Mal in der Sommerpause sein, weil dann gehe ich in Urlaub. Und im Team Jagdfieber werde ich in der Community ein paar Fotos teilen, wo wir hinfahren, weil wir fahren in Kanada so rum. Und da werde ich ein paar Fotos machen. Das heißt, ihr werdet erfahren, wo ich da so bin und was wir da alles so erleben. Aber Dummy Kompakt findet dann nicht statt, weil ich Urlaub mache. Und dann bin ich danach ja im August in Deutschland und da findet auch kein Dummy Kompakt statt, weil ich es einfach nicht schaffe. Ich bin ständig in Seminaren und ich fahre gerade zu einem Seminar oder ich komme gerade von einem Seminar. Dementsprechend fällt das dann auch flach. Ja, also wir sehen uns dann im September wieder. Das heißt, Juli, August ist Pause und ab September, wenn wir in den Herbst gehen, dann geht es wieder mit neuen Batterien, neuer Energie und allem sowas weiter im Dummy Kompakt. Das heißt, wenn ihr es nochmal hören möchtet, live, dann nächste Woche. Und dann haben wir einfach Pause. Genau. So, das wollte ich beides noch sagen. Genau.
Danke, Elke. Danke, Christel. Hallo, Ute. Okay, Ute meine ich, Entschuldigung. Okay, Verleitung im Dummy-Training. Also, es geht, ich lese einfach mal die Mail vor, oder einen Abschnitt, nur vom, damit ihr so einschätzen könnt, um was es jetzt genau geht, ja? Also, sobald es eine sichtbare Verleitung gibt, hat mein Hund einen Konflikt. Markierungen sind kein Problem, da die Dummies ja selten sichtbar liegen. Ein Markierstab links oder rechts ohne Dummy führt schon zur Verwirrung. Er bleibt dann auf der Kreuzung hängen. Tauschen oder Verleitung auf dem Rückweg sind kein Problem. Okay, mit Beck klappt es leider auch nicht. Ich habe dein Live-Video zum Thema gesehen. Ich mache zu viele Live-Themen. Ich habe vergessen, was für ein, was ich da schon erzählt habe. Ich erzähle es jetzt einfach nochmal. Ja? Also ich hoffe, ich erzähle jetzt mal was anderes, aber mal gucken. Also, das Ding ist, man muss, also ich male mal. Ich fange mal an zu malen. Warte mal kurz. So, warte. Ich muss hier kurz die Kamera. Zack. So. Wartet ganz kurz. Bin gleich da. So, dann schaltet sie nämlich auch nicht ständig um. So, okay. Also, es geht darum, dass wenn man jetzt, sage ich mal, hier einen Stab hat, also ich sage jetzt mal, das ist ein Stab und das ist ein Stab und das ist ein Stab, ja? Also so ist es ja zum Beispiel auch im Team Jagdfieber, dass wir dann so Aufgaben haben, dass du halt hier als Hundeführer stehst mit deinem Hund und dann schickst du ihn da zu dem. Und hier ist entweder eine Futterschüssel oder eben ein Dummy. Ja, und die hier sollen als Verleitung da sein. Weil das ist ja immer mein Mantra, was ich. Hups, okay, jetzt ist er weg. Ist ja immer mein Mantra, was ich sage: Wenn ihr Stäbe benutzt, niemals nur einen Stab benutzen. Weil dann lernt euer Hund, renne auf etwas Weißes. Es muss immer etwas Weißes im Sichtfeld sein, damit der Hund zeigen kann: Ah, okay, ich renne auf das Weiße, was, wo du deine Hand hinhältst. Ja, ansonsten habt ihr irgendwann einen Hund, der mega geil auf 150 Meter auf einen weißen Stab rennt. Aber wenn dann irgendwo mal eine Tüte liegt, in der Prüfung oder so, rennt der da auch hin. Auch obwohl ihr nach da gezeigt habt und die Tüte da liegt. Ja, weil, ah ja, ich muss zur Tüte. Okay, deswegen ist das wichtig. Aber es gibt ja wie immer ein Aber. Und zwar, hier ist es das Ding, wenn euer Hund das noch nicht kann, müsst ihr das natürlich aufbauen. Ja? Und jetzt mal an alle, also ich glaube, das Erste, was ich sonst immer sage, was soll man denn machen, wenn das hier mit den beiden Stäben noch nicht geht? Ja? Was ist denn so das Erste, was man damit, also was auch immer noch für mich zählt und womit man als Erstes anfangen sollte? Wenn man auf einen Stab schickt und aber es noch nicht schafft, den Hund an einem anderen Stab vorbeizuschicken. Hat jemand eine Idee? Hallo Eva, hallo Susanne. So, ich warte mal kurz. Na komm, also es sind einige aus dem Team Jagdfieber hier, das sehe ich. Ihr müsst das wissen. Genau, der dauert wahrscheinlich einfach zu lange zum Tippen. Stäbe näher am Hundeführer, genau. Genau, Gwen sagt Stab neben mir. Genau. Hier, upsala. Oh, jetzt ist das Schwarz wieder im Arsch. Machen wir einfach mal mit Blau weiter. Ich habe heute irgendwie eine raue Stimme, oder? Fällt mir gerade auf. Also entweder die Stäbe halt hier hinpacken. Ja. Das ist dann einfach, ich sag mal so, wenn ihr den Hund hier hinsetzt und dann da ein Stab ist, dann ist es für den Hund ziemlich logisch, dass ihr nicht dahin schickt. Umso mehr ihr die Stäbe hier hin macht, umso geringer ist dieser Winkel hier. Und das ist der Winkel. Dieser Winkel hier bestimmt, wie schwierig es für euren Hund ist. Wenn dieser Winkel hier, also nehmen wir mal X, dieser Winkel sehr groß ist, hier sind mal 90 Grad, dann wird der Hund sehr unwahrscheinlich dahin gehen. Wenn der Winkel aber sehr spitz wird, weil zum Beispiel hier hinten ein Stab ist oder hier genau auf gleicher Höhe, ja, dann wird der Winkel ja kleiner. Seht ihr das? Also beim Schicken. Und umso kleiner der Winkel ist, umso ungenauer wird die Hand. So, deswegen ist es schon mal die erste Idee, den Stab näher an den Hundeführer zu bringen oder, wenn selbst das nicht geht, den Stab dahinter aufbauen. Hier. Dann sieht das zwar der Hund nicht, wenn er geschickt wird, aber er läuft, dann könnt ihr zum Beispiel hier so hinlaufen. Hier hinlaufen und dann nach da drehen. Das ist so ein Startpunkt, wenn es so gar nicht geht. Ja? Wichtig ist, dass ihr das immer Work in Progress habt. Also das heißt nicht, dass das jetzt so bleibt. Sondern ihr solltet immer wieder versuchen, zügig dahin zu kommen, dass ihr zum Beispiel,
Jetzt habe ich das Bild gemalt. Sagen wir mal, das erste Schicken ist von hier. Erste und das zweite Schicken ist von hier. Und dann ist der Stab halt hier. Das heißt, euer Hund, beim ersten Mal ist der Stab noch hinter euch und beim zweiten Mal ist er neben euch. Ja? Oder ihr geht halt so, 2 und 3. Wenn ihr den Hund mehrmals an eine Stelle schicken könnt, wenn er dadurch Sicherheit kriegt. Ja? Also ihr schickt sozusagen einmal, zweimal, dreimal. Ja? Das kann auch sein. So, was ich aber prinzipiell, genau, knapper vorbei, meint es so genau. Was ich aber prinzipiell sagen würde, ist, wenn euer Hund ein Problem mit Verleitung hat und er blockiert oder so, hört nicht auf, mit Verleitung zu trainieren. Na? Ihr müsst die immer irgendwie so ein bisschen dabei haben, aber macht die so, dass es für ihn eine machbare Verleitung ist. Ich weiß, da muss man manchmal gucken und gerade Hunde, bei manchen Hunden sieht man es nicht sehr offensichtlich, die sagen, ja, ja, ich kann das und dann plupp, fallen sie trotzdem drauf rein. Dann seid eben vorsichtig, aber trotzdem sollte es immer mit dabei sein, damit euer Hund, ja, also es wird nicht weggehen, wenn ihr es nicht übt. Ja, das ist nicht etwas, wo man sagt, okay, da wartet man jetzt einfach und dann ist er ein halbes Jahr älter und dann schafft er das schon. Ja, deswegen, das muss man lernen, das hat nichts mit größer werden zu tun, außer dass man vielleicht ruhiger wird. Okay, also, wenn die Stäbe, also hier, in der E-Mail ging es ja darum, dass die Stäbe schon das Problem sind, ja? Also auch Stäbe ohne Dummy sind schon ein Problem. Machen wir es mal ganz weg. Ja, dann kann man zum Beispiel auch machen, dass man die Stäbe alle nur auf einer Seite hat und den hier halt hinschickt. Ja, ich meine, diese Entfernung hier, das ist jetzt hier nicht 5 Meter, ja, hier, das hier ist zur Not auch 30 Meter. Das habe ich jetzt nur für das Bild so gemalt, ja, dass die alle auf der gleichen Seite sind. Das ist für einen Hund auch leichter, wenn er sagen kann, ich gucke nicht nach rechts, ich gucke einfach nur geradeaus. Das ist für den Hund leichter, als wenn er ständig durch so ein Labyrinth laufen muss, ja. Man könnte es ihm ja auch schwerer machen in der Hinsicht, indem man sagt, okay, ein Stab hier, ein Stab hier, ein Stab hier. Und da muss er sich hier entscheiden, nein, nicht rechts, ach nee, nicht links, nee, nicht rechts, ach, geradeaus. Ja? Und dadurch, dass man ihm sozusagen so eine Richtung nur gibt, kann er sich mehr entscheiden, okay, ich ignoriere das auf der rechten Seite, ja. Hört sich ein bisschen seltsam an, aber Hunde können das wirklich. Ja, das ist für die Hunde leichter, weil sie sich da nur einmal entscheiden müssen. Sagen, nein, ich gehe nicht zu den Stäben auf der rechten Seite. Ja? Okay. Genau. Wegdrehen und so weiter. Damit ist genau. Genau. Und das, du hast in der Hinsicht also das Glück, dass dein Hund auch auf Stäbe reagiert, wo nichts liegt. Und ihr kennt das ja wahrscheinlich auch von mir, dass ich dann immer sage, ein Stab oder eine Verleitung ist nur so gut, wie der Hund es auch als Verleitung sieht. Das heißt, rein theoretisch, ihr macht jetzt sowas hier. Na, geh weg, fliege weg. Ihr macht jetzt sowas hier. Und ihr legt dann einfach nur hier ein Dummy D1 aus und dann schickt ihr. Ja? Wenn ihr das mehrmals macht, dann weiß euer Hund, hier ist nie ein Dummy und da ist nie ein Dummy. Das heißt, das hier ist keine Verleitung. Deswegen sage ich euch immer, lauft einmal hier hin, lauft einmal hier hin, lauft einmal hier hin. Sodass euer Hund denkt, an jedem Stab kann was sein. Ja? Damit wirklich immer so, okay, das ist wirklich eine Verleitung. Aber, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Hund hat, wie das Problem jetzt hier besteht, der, wenn man sowas macht, bis hier rennt und dann hier sagt, ah, ich weiß nicht, ja, dann macht man das nicht. Dann ist die Phase, dann muss man kleinschrittiger vorgehen. Dann macht man halt so, dann sagt man, okay, ein Stab hier, ein Stab hier, ein Stab hier und ich schicke nur nach da. Und ich zeige meinem Hund auch nur, dass hier ein Dummy liegt. Ich laufe die hier nicht an, ich gehe da nicht hin. Und erst wenn der Hund richtig viel Spaß hat, wenn er richtig rausgeht, wenn er richtig losgeht, dann fängt man an, dass man zum Beispiel sagt, okay, den hier, den tue ich mal so, als wenn ich da was reinmache. Also den wieder die Verleitung erhöhen. Ja? Zuerst wird die Verleitung wieder erniedrigt, dadurch, dass man mehrmals hinschickt und die hier immer ignoriert und dann die wieder erhöhen. Weil das Ziel ist ja, dass dein Hund hier an einem sichtigen, geworfenen Dummy vorbeirennen kann. Nur weil du gesagt hast, wir nehmen das da in 50 Meter weiter. Immer Ziel im Kopf haben. Genau.
So, das hat hier kleine Kreuzung genommen. Ach so, und wenn man sowas hat wie, mein Hund kommt immer nicht bis zur Kreuzung, dann lasst Kreuzung weg. Oder wenn ihr jetzt merkt, mein Hund kann das nicht, wenn hier so viele hintereinander stehen, dann lasst diese hintereinander weg. Ja, dann macht ihr es halt zwei hier, so, dass er einmal durch den Korridor muss und dann lassen die hier weg. Wenn ihr merkt, dass euer Hund irgendwo gegen eine Wand läuft und immer wieder den gleichen Fehler macht, dann lasst das erstmal weg und versucht euch das so aufzubauen, dass es ein bisschen anders ist. Wie könnte man denn die Stäbe anders stellen? Wäre dann die Frage. Wenn du merkst, du schickst deinen Hund dreimal in so eine Kreuzung und er sagt dreimal, oh mein Gott, ich kann das gar nicht, dann überlegt ihr, was kann ich noch machen aus einer Kreuzung? Kann ich ein Dreieck basteln? Eine Ellipse? Ein Sechseck? Irgendwie sowas, ja? Dann müsst ihr kreativ werden. Dann müsst ihr nicht immer wieder reinschicken. Ja? Oder schreibt mir eine E-Mail. Dann seid ihr auch beim Dummy Compact dabei. Okay. So. Genau. Wichtig ist, dass dein Hund hier erstmal wieder Spaß hat und Erfolg hat und sicher geht. Ja? Das ist wichtig. Und wenn ihr denn euren Hund schickt, das ist dann auch immer die Frage. Ist dann deswegen, woran kann man denn erkennen? Oder was sind denn so Erkennungsmerkmale beim Hund, die dir sagen, jetzt kannst du schicken? Was für Sachen könnten am Hund dran sein, auf die man achten kann, wenn man schicken möchte? Wenn man sagt, okay, das voran, der Hund hat es drauf, der Hund weiß, der Hund ist jetzt richtig. Was könnten da so für Signale, körperliche Signale sein? Das wäre doch mal ganz spannend, jetzt zu wissen. Also ich habe ein paar im Kopf, aber vielleicht wisst ihr ja noch andere. Genau. Und wenn ihr auch in die, warte, das ist es hier, nee, die hier, genau. Wenn ihr auch in die Trainingsgruppe kommen wollt, ist ganz kostenlos, kriegt ihr einfach Aufgaben jeden Freitag. Dann kommt einfach rein. Ja, www.hundeschule-jagdfieber.de/Trainingsgruppe. Kostet nichts und ich binde euch auch nichts an Bein. Aber ich schicke euch natürlich E-Mails jeden Freitag mit Podcast, mit den Trainingsaufgaben zum Podcast und auch zu meinen Kursen und auch zum Team Jagdfieber und was auch immer. Ja, genau. Sehr schön. So, genau. Oh, jetzt kommt's. Ja, jetzt hattet ihr genug Zeit. Okay, Eva sagt Maulspalte und Kopfzucken. Genau, Maulspalte, ganz, ganz wichtig. Maulspalte heißt, der Hund macht. Und wann sollte man schicken? Wenn der Hund das macht. Schicken, 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 schicken. Ja, manche Hunde brauchen länger, bis sie machen, manche sind schnell. Ihr könnt nicht sagen, man muss beim Voran immer 2 Minuten warten, bis man schickt, sondern guckt auf den Hund. Wenn der Hund aussieht wie jetzt schick mich, dann schickt. Ja, wenn der Hund ein bisschen länger braucht, ja, wenn er einfach, ja, dann wartet. Wenn ihr Probleme beim Fokussieren habt, probiert einfach unterschiedliche Zeiten aus. Genau, das ist richtig. Spannung nach vorne. Sehr gut, Christel. Das ist auch. Macht mal ein Video von euch beim Schicken und dann seht ihr, gehen die Pobacken zusammen. Geht der Po leicht hoch. Also nicht aufstehen und wegrennen, sondern leicht hoch. Geht die Rute nach oben. Ist Spannung im Körper. Wichtig, genau. Sabine, nochmal Schnauze zu, genau. Langsam nach vorne lehnen, genau. Wenn, ja, genau. Da müsst ihr noch aufpassen bei nach vorne lehnen. Ihr solltet keinen Hund haben, der so in Starterposition geht. Also der wie eine Bodenlenkrakete ganz nach unten geht. Das würde ich nicht erlauben. Ich weiß, das ist sehr cool und sehr, sehr lustig aus, aber das ist einfach, ich sag mal so, da hat der Hund kein Hirn mehr. Also wenn Hunde das machen, dieses ganz krasse nach unten gehen, die sind wie Hütehunde schon sein und dann los, das ist ohne jegliches Hirn und Verstand. Würde ich meinem Hund nicht erlauben. Ja? Okay, genau. Katrin sagt, Ohren sehr, sehr gut. Wie sollten denn die Ohren sein? In welche Richtung sollten die Ohren gucken, wenn euer Hund eingerastet ist? Genau. Nee, genau. Das ist ja auch, ich meinte ja auch nicht dein Hund. Nein, also wenn, ich finde es auch gut, also wenn ihr den Arm nach vorne nehmt, egal ob rechten, linken, oben, unten, egal wie, aber wenn euer Hund so leichtes so macht, dann sagt er, ja, ich gehe in die richtige Richtung. Schulter, hier, Schultern angespannt. Ja, Katrin meist nach vorne. Genau. Ohren, wenn die so sind. Also wenn ihr offene Ohren habt, Schäferhundmäßig, dann nach so. Wenn ihr Labrador, dann so. Ja. Ich glaube, das ist ein schönes Bild. Also nicht so. Ja. Wenn sie nach hinten oder zur Seite. Ich kann nicht zur Seite. Ich kann nicht zur Seite. Ohren zur Seite. So. Ist nicht gut.
Aber aufpassen, manche, also gerade bei den Goldens habe ich das schon sehr oft gesehen, die nehmen die Ohren extrem nach hinten. Die sehen aus wie geprügelter Hund, wenn sie angespannt sind. Ja, das ist dann auch okay. Aber da müsst ihr halt gucken, wie euer Hund so drauf ist. Und vor allem müsst ihr vielleicht auch ein bisschen lernen, so nach dem Motto, ah, die Ohren gehen so, dann hat es gut funktioniert. Ah, die Ohren gehen so, dann hat es nicht so gut funktioniert. Und dann noch mal ein Tipp, den ich auch allen immer aus dem Team Jagdfieber gebe: Schaut pro Training nur ein Körperteil an. Versucht nicht, den ganzen Hund zu verstehen. Ja, versucht nicht, okay, Rute ist oben, Ohren sind vorne, Maul ist zu, lehnt sich nach vorne, Schultern sind angespannt, jetzt schickig. Weil dann habt ihr 100 pro den Punkt verpasst. Schaut nur eine Sache an. Ohren vorne, ja, schicken. Maul zu, ja, schicken. Und dann guckt, bei welchem Körperteil das Wahrscheinlichste ist. Also wo das wahrscheinlichste Signal von eurem Hund kommt: Ich bin bereit, du Alte, schick mich endlich. Ja? Wenn das kommt, das solltet ihr euch dann merken. Was lustigerweise zum Beispiel bei meinem Hund aktuell gerade Po hoch ist. Also nicht Po hoch, sondern Rute spannt sich an. Ja? Zeitlerweise war es Maulspalte, ist nicht mehr. Ja, das müsst ihr halt auch gucken. Es kann sich auch wandeln. Ein Hund ist wie ein Mensch. Das ändert sich einfach über die Zeit. Und aktuell ist es sicherer für mich, wenn ich schicke, wenn ich auf den Po gucke. Was natürlich unpraktisch ist, weil du musst immer nach da gucken. Hand nach vorne, Kopf nach hinten. Da muss man so schielen lernen. Genau. Genau. Oder Pobacken zusammen. Genau. Sehr schön, genau. Das ist genau das. Also wenn ihr jetzt einen Hund habt, der jetzt ganz, ganz viel Fell hat, dann ist es ein bisschen schwieriger. Aber wenn man da die Pobacken noch sehen kann, das ist wirklich, die spannen sich halt an. Und diese Spannung, in der Spannung müsst ihr auch schicken. Weil wenn ihr zu lange wartet, also ich sehe das ganz, ganz oft, ja, die Hand wird nach vorne und der Hund fokussiert nicht 100%, sondern er macht vielleicht so. Und dann wird gesagt, nee, oder es wird einfach nur gewartet. Das Problem ist, der Hund fängt an zu zweifeln. Also der Hund guckt nach vorne oder vielleicht ein bisschen falsch und dann haltet ihr die Hand hin und er sagt, okay, entweder passiert dann, dass er sagt, ach so, ich soll dahin gucken, alles gut, dann schicken, oder war das jetzt nicht richtig? Was mache ich denn? Vielleicht sollte ich gar nicht loslaufen. Vielleicht bin ich ganz falsch. Da liegt bestimmt gar kein Dummy. Nee, ich glaube nicht. Ich habe ja nichts gesehen. Oder war da hinten die Markierung? Na, ich glaube, ich gehe mal schnüffeln. Ja, das ist so, wenn ihr eurem Hund zu viel Zeit gebt, ihr schubst ihn in die Unsicherheit. Das ist ein bisschen schwierig. Man muss halt gucken, dass man wirklich vom Timing her gut ist und den Hund genug Zeit gibt, sich ein Bild zu machen. Also ein, wo geht's hin? Okay, los geht's. Aber eben, wenn ihr merkt, dass euer Hund, also gerade hier, wenn diese Augen, hier, Augenbrauen, ja, Hunde haben ja auch Augenbrauen, wenn die anfangen zu wackeln, das ist meistens ein ganz schlechtes Zeichen. Das ist ein von, ich weiß nicht mehr. Sollte ich vielleicht? Keine Ahnung. Doch? Nee? Ach, ich weiß nicht. Ja? Dann ist es meist zu spät. Das heißt, wenn ihr merkt, euer Hund fokussiert nicht richtig, dann auch nicht chicken. Ja? Wenn ihr gerade, egal, auch nicht chicken. So. Dann sofort lösen die ganze Sache und von der anderen Seite schicken, von woanders schicken, von weiter hinten schicken, von weiter vorne schicken, was auch immer. Aber nicht den Hund in diese Unsicherheit reinlaufen lassen. Ja, der Hund weiß gerade in dem Moment nicht, was er machen soll. Und es wird nicht besser, wenn man ihn immer wieder sagt: Na mach doch, 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 mach, 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 mach. Und er immer: Was denn? Ja? Okay. So, das war jetzt irgendwie ein Exkurs. Ein Exkurs ins Voranschicken. Aber genau das ist es. Also wenn ihr merkt, dass euer Hund zum Beispiel zu krass mit Verleitungen Probleme hat, ob es jetzt Stäbe sind, ob es jetzt offensichtliche Dummies sind, macht es erstmal mit Stäben, weil das ist praktischer. Weil wenn der Hund dann doch mal dahin geht, findet er das Dummy nicht. Also es gibt ja keins. Aber nutzt es so, dass ihr merkt, okay, das ist jetzt die Wand, da kann ich nicht weiter. Wie kann ich es denn ändern, dass es leichter wird? Nicht einfach, weil jemand gesagt hat, ja, man muss den Hund immer durch einen Stab links, einen Stab rechts schicken, da durchschicken, sondern probiert es einfach ein bisschen aus. Das ist ja das Tolle am Hundetraining, dass es sehr individuell ist und ihr die eigentlich die besten Trainer seid. Ja, ihr mit eurem Bauchgefühl. Ihr braucht ein bisschen Anleitung, ihr braucht ein bisschen die richtige Richtung, ihr braucht eine Struktur und ihr müsst wissen, was ihr wann trainiert. Aber im Endeffekt seid ihr die Trainer von eurem Hund. Nicht der Trainer, der bei euch dann, auch wenn ihr nicht jetzt online bei mir seid, sondern wenn ihr in echt, sage ich mal, einen Trainer habt,
Wenn ihr irgendwo auf eine Prüfung geht, der Trainer ist nicht da. Ist nicht wie beim Tennis. Obwohl, beim Tennis darf er, glaube ich, auch nichts sagen. Aber es ist nicht so, dass irgendjemand, oh, beim Boxen, glaube ich, ja, beim Boxen darf der reinpöbeln. So nach dem Motto, jetzt nach vorne, nach hinten, wieder, entspann dich, blablabla. Den gibt es nicht. Ihr müsst es entscheiden. Also trainiert das auch beim Training. Dass ihr entscheidet, dass ihr überlegt, wie mache ich das jetzt? Wie soll ich schicken? Wie soll ich es voran? Soll ich es apport? Soll ich suchen? Was weiß ich? Ja? Versucht euch selber zu schulen und nicht erst in der Prüfung. Ja, und sonst immer alles vorerzählen lassen vom Trainer. Ja, auch die Trainer finden es meistens gut, dass man sagt, ja, ich würde es gerne jetzt so machen. Okay? Genau, also gebt nicht die Verantwortung für euer Training mit euren Hunden am Eingang der Stunde ab, sondern behaltet die Verantwortung immer bei euch. Und dann wisst ihr nämlich auch, was ihr eurem Hund Gutes tun könnt und wo es halt ein bisschen hakt. Aber natürlich, wenn man ein Problem hat, muss man fragen, sollte man fragen, kann man fragen und dann überlegen, wie es passt. Okay, so, dann haben wir jetzt das vorletzte Dummy Kompakt für diesen Sommer. Nächste Mal wird es das letzte Mal sein, am 28. Juni gibt es das letzte Mal den Dummy Kompakt. Und dann machen wir eine Sommerpause. Genau. Es wird weiterhin Podcast-Episoden geben und es weiterhin Trainingsaufgaben geben, aber wir machen das wie letztes Jahr, dass wir die besten oder die beliebtesten Podcast-Episoden rausgesucht haben für euch, dass die sozusagen nochmal als Sommerspecial kommen. Und dann gibt es da natürlich auch die Aufgaben dazu. Das heißt, jeder, der die Sommeraufgaben letztes Jahr verpasst hat, kommt auf jeden Fall in die kostenlose Trainingsgruppe, weil dann kriegt ihr die Aufgaben nochmal. Die sind nämlich nur 2 Wochen aktiv. Ja, deswegen. Gut. Eva fragt, genau, keine Freitagsübung, genau. Habe ich es ja gerade gut erklärt, genau. Also es gibt die Aufgaben weiter und alle, die ihr im Team Jagdfieber seid, ja, ihr habt ja sowieso die Datenbank mit den Aufgaben von dem Podcast, also ihr könnt da ja alle Aufgaben euch angucken und auch sortieren nach, je nachdem, was für ein Element ihr trainieren wollt. Aber es wird auch noch eine kleine Überraschung geben über den Sommer fürs Team Jagdfieber, ja. Also jeder, der da drin ist, wir machen zwar eine Sommerpause, aber ihr kriegt zu tun. Ja, ich möchte euch ja immer am Laufen halten. Immer im Training bleiben. Okay, supi. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und bis dahin viel Spaß beim Training und tschüss.